Darum ist Captain Rex für Star Wars so wichtig. Er ist unser Lieblingsklon, ob in Rebels, Clone Wars oder auch in The Bad Batch. Wenn dich irgendjemand fragen würde, welchen Klon kennst du, dann würde bestimmt jeder von euch sagen, ich kenne Captain Rex zum Beispiel. Ob Captain Rex in Filmen vorkommt, ist leider meist nur Theorie. Aber wirklich nur Theorie, Freunde? Könnte es sein, dass Captain Rex wirklich in Star Wars Filmen vorgekommen ist? Es gibt eine Szene in Star Wars, besser gesagt eine Person in Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter, die viele Leute mit Captain Rex in Verbindung bringen. Einen alten Soldaten auf dem Waldplaneten Endor, der Rex aus Rebels verdammt ähnlich sieht, sogar wirklich verdammt ähnlich, weil der gleiche Bart, das gleiche Aussehen. Aber kann es sich hier wirklich um Captain Rex handeln, Freunde? Das ist die große Frage. Zwar gibt es zu dieser Person schon einige Quellen im Star Wars-Universum und diese sagen meist, das ist nur ein x-beliebiger Soldat der Rebellion und das ist nicht Captain Rex. Aber, Freunde, es gibt ein wichtiges Statement und jeder, der Rebels geguckt hat, der weiß jetzt, über was ich rede, Freunde. Es wird eine ganz kurze Szene genau jetzt eingeblendet. Hera kämpfte in der Schlacht von Endor. Genauso wie Commander Rex. Durch diesen Fakt wissen wir nun, dass Rex der Klon ist, der wirklich in fast jeder Serie und sogar in Star Wars Filmen vorkommt. Captain Rex spielt sogar in Filmen eine Rolle, das wissen wir durch diese Szene aus Rebels. Zwar haben wir ihn vielleicht nicht im Film genau gesehen, aber dieses Statement, dass Captain Rex, oder in dem Fall war er ja Commander Rex zu diesem Zeitpunkt, in Episode 6 vorgekommen ist, in der Schlacht von Endor, das ist doch unfassbar krass, Freunde. Und mit diesem Fakt, Freunde, ist Captain Rex wohl eine der wichtigsten Personen für Star Wars-Universum, weil ich glaube, selbst bei Filmen im Star Wars-Universum, über die sich Leute streiten, Kritiker, die sich zerfetzen, wie zum Beispiel Episode 8, selbst da gab es mal eine Theorie, dass es vielleicht Captain Rex auch in diesen Film geschafft hat. Die wurde aber widerlegt, Freunde. Auf jeden Fall, Captain Rex schafft es irgendwie immer, manchmal durch Theorien, aber diesmal wurde es bestätigt, einfach mal irgendwie sich in unsere Herzen zu schleichen, irgendwie. In Serien ist er da, das ist ja Fakt, aber auch in Filmen, das finde ich einfach so unfassbar. Captain Rex ist für Star Wars so ungemein wichtig, dass gefühlt in fast jedem Film, in fast jeder Serie, er entweder vorkommt oder es wenigstens eine Theorie herrscht, wo Rex sein könnte zu diesem Zeitpunkt. Das finde ich einfach unfassbar geil. Aber nun, Freunde, eure Meinung zu Rex. Findet ihr, dieser Soldat, obwohl es Quellen da gibt, die dagegen sprechen, war... Würdet ihr trotzdem sagen, dass es Rex war? Ich meine, da sprechen Quellen sehr stark dagegen, dass dieser Soldat Rex ist. Ich habe das sogar mal recherchiert. Aber würdet ihr trotzdem sagen, dass dieser Soldat Rex ist? Oder würdet ihr sagen, es wurde ja bestätigt, dass Rex in Episode 6 vorkommt. Würdet ihr einfach sagen, Rex war irgendwo in dieser Schlacht? Schreibt einfach mal eure Meinung zu Captain Rex in die Kommentare. In dem Fall Commander Rex, wie wir aus Rebels wissen. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video. Bis dann, möge die Macht mit euch sein.